Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, großer Infiziertenangriff in der letzten Folge überstanden. Ich glaube, hier geht's raus. Er glaubt, er hat einen Ausgang gefunden. Da müssen wir uns aber vorher natürlich noch ein bisschen umschauen hier. Ist das ein riesiges Gebiet, oder? Cool, ein paar Heilungssnacks. Ich wollte schon fast eine Heilung benutzen und habe mir gedacht, ach komm, jetzt schauen wir erstmal. Meistens liegen in Kampfgebieten Snacks. Und bam, Snacks. Da liegt noch ein Holzbrett. Brauchen wir nicht. Ist da was im Ofen? Ne, da ist ein Aufkleber auf dem Ofen. Okay. Flasche. Na dann. Ich glaube, ich bin soweit. Es sei denn... Nee. Okay. Ich glaube, ich bin soweit. Es sei denn... Nö. Okay. Ich glaube, ich bin soweit. Diesmal wirklich. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Abs. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe. Funktioniert doch schon. Das ist ein Schlüssel? Nee, das ist so ein Scanner. Ach so. Huah. Die Kassentrennwände sind schon sehr stabil, muss man sagen. Nicht schlecht. Noch eine gefunden. Jop. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Massachusetts. Hat eigentlich in den USA wirklich jeder Bundesstaat seine eigenen Münzen? Aber keine Geldscheine, oder? Ich glaube, Dollarscheine sind schon irgendwie... Ja, wer weiß. Ich kenne mich nicht aus und es ist mir auch fast ein bisschen wurscht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir hier schon so verschiedene Münzen finden... Hätte ich gern ein bisschen mehr Backstory. Das fände ich wiederum schön dann. Wenn jetzt zum Beispiel Abby bei jeder gefundenen Münze ein bisschen was erzählen würde. Und so ein Münz-Geschichtsnerd ist irgendwie. Und dann den anderen immer irgendwas erzählt von dieser Münze und aus welcher Zeit die stammt und warum und wie und was. Das fände ich dann wieder cool. So ist das halt einfach ein bisschen, ja, wie die Doc-Tapes im ersten Teil von dem Fireflies. Ist halt so, naja, ist halt so ein Sammelgegenstand, aber... Brauche ich den? Will ich das überhaupt? Naja. Ich nicht. Ich brauch's nicht. Wenn damit nicht wenigstens irgendwie wenn nur eine kleine nette Geschichte oder so verbunden ist, dann bin ich nicht so der Completionist. Bin ich nicht so der Collectible-Kerl. Na dann, was machen wir denn jetzt? Hier weiter vielleicht? Da steht Exit immerhin. Nee. Spiel, gib mir doch bitte einen Hinweis. Was weiß denn ich, wo wir hin müssen? Rampa-bam-pam-pam-param. Yeah. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Schauen wir hier mal.
Garden, Garden, Garden. Das sind genau die gleichen Schilder. Ich glaube, Reihe 15 und 16 sind exakte Klone voneinander. Aber cool, noch was gefunden hier. Geht's da raus? Wo denn bitte? Nein, jetzt hat's mir den Tipp nicht angezeigt. Ah! Da rausgeht? Ja. Ich bin schon direkt dran vorbeigelaufen, ne? Und hab's nicht gesehen. Zum Glück ist hier irgendwie ein Auto reingeflogen. Die Basis ist da vorn. Keine Scars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja. Gehen wir weiter. Gott. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Scars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hm? Huh? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig. Und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Das ist auch interessant. Das sind im Grunde genau die gleichen Dialoge, die Ellie aber hier ist es sehr ruhig. Auf ihrem Weg führt. Es sind immer die anderen schuld, natürlich. Ist hier ganz klar. Mist. Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Vielleicht da, wo die Kamera gerade so von alleine hingeschwenkt hat, automatisch. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche, die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keine Scars zu sehen. Vielleicht sind sie weg? Sehr lustig. Nein. Ich bin optimistisch. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Okay, dann wart noch ein bisschen an der Tür, weil ich muss noch ein bisschen plündern. Loot, loot, loot. Es ist halt einfach mal so ziemlich neben Schießen und ein bisschen klettern, die einzige Spielmechanik. Ich würde fast sagen, Schubladen aufmachen und Sachen rausnehmen, ist die Kernspielmechanik in dem Spiel. Wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht plündere, dann könnte das Spiel von mir aus auch gleich ein Walking Simulator sein eigentlich. Und die Kämpfe sind im Grunde nur dazu da, dass ich das, was ich gelootet habe, verbrauche, damit Looten wieder Sinn macht. So ein bisschen geht's mir zumindest mit dem Spiel. Okay, komm, schnell! Ja, klar. Hier dort. Erster. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen.
Ah, Werkbank. Mal schauen, was wir in unser Gewehrchen bauen können. Stabilisator, Magazinkapazität, Zielfernrohr, Feuerstoß. Aha, finde ich beides interessant. Genauer auf Entfernung. Nee, wir machen den Feuerstoß. Munitionsrausch schleudern. Wir machen uns ein Maschinengewehr. Und ich glaube, die Pistole werde ich nie verbessern. Okay, Feuerstoßmodus aktiviert. Ach guck, wir haben jetzt so einen Kippschalter angebracht, der den Feuerstoßmodus aktiviert. Das haben wir jetzt gerade gecraftet. Interessant. Ich frage mich, wie sie das gemacht hat. Und so, mit ein paar Schrauben... mit ein paar Schrauben hat sie jetzt hier das Gewehr quasi in einen halbautomatischen Modus, einen Feuerstoßmodus eingebaut mit Kippschalter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss man können. Aber die Abby kann es halt. Verschlossen? Heißt das, ich muss einen Schlüssel finden oder so? Oder komme ich da von der anderen Seite irgendwie durch mal oder so? Keine Ahnung. Komisch. Warum machen die hier eine Tür hin? Naja, ich gehe mal da lang. Das wäre da oben. Ah, ich habe es mir schon gedacht, eigentlich ist in der Nähe so einer Werkbank immer Schrott gelagert. Ich habe mich schon gewundert. Da hinten war aber nicht genug, oder? Nochmal für ein Upgrade, nee. Aber 22 ist eine gute Basis. Noch 58 weißt du, oder so und dann... Fuhr auf so einem Boot zum Fischen. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst. Manny wird bloß nie schwanger. Ich gebe mein Bestes. Es ist schon irgendwie irre. Irgendwie ist das Spiel plötzlich mit Abby, finde ich, auch so anders geschrieben. Ne? Die Figuren sind plötzlich irgendwie viel... Weiß ich kann es gar nicht genau sagen. Weniger verbittert oder irgendwie weniger düster. Sag mal, kann ich das Tor jetzt öffnen? Weil eigentlich will ich es noch gar nicht öffnen. Okay. Nee, geht eh nicht, anscheinend. Oder doch? Ich hätte es. Los! Ich stürze es irgendwie ab. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Die Macht findet einen Weg. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So. Genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast seit Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hä? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luca kommen. Okay. Hey, Abby, hilf mir da hoch. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Ich mag Kekse. Wo ist sie denn? Wo hat sie ihn gerade gesagt? Idee. Ah, da. Idee, da. Okay, ich würde dir gern hochhelfen. Ich weiß nicht wie. Ach so, die Kante anvisieren. Okay. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Ich glaube, sie hat's. Und, deine Idee?
Sekunde! Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Ach, macht sie mir jetzt die Tür da oben auf? Danke. Bin ja schon auf dem Weg. Okay, wir kommen der Luke näher. Das gute alte Leiterrätsel. Wie im ersten Teil. Schlau wie Schatten müssen wir sein. Das ist praktisch. Ui, das ist wirklich praktisch. Yeah. Das erinnert mich an Owens Boot. Mal schauen, was wir haben als neuen Skill Tree. Messer anfertigen. Fertige zwei Messer an, mit denen du bei einem bestimmten, bei den meisten Gegnern lautlose Kills durchführen kannst. Du kannst sie auch benutzen, um dich aus dem Griff eines Klickers zu befreien. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Die Hauptplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Ich habe immer noch nicht darauf geachtet, wie lange die Bandage am Arm bleibt, nachdem man sich heilt. So, erstens. Aber zweitens war hier noch ein Seil. Okay, sieht gut aus. Ich weiß nicht genau, für was wir das jetzt brauchen. Aber irgendwie brauchen wir das. Weil wir da hochkommen wollen, auf den gelben Steg wahrscheinlich, oder? Oh, gut. Gute Idee. Ja. Mal sehen. Ja, rockt. Cool. Wow, wie schnell bist denn du? Hat die sich jetzt hochteleportiert? Ich runtersehe. Und schau nicht runter. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Oh, ich konnte gar nicht streicheln. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Okay. Mach das.
Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Oh, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Oh, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre und auf der Flucht. Na, nicht über den Zaun hüpfen. Na dann. Dann halt nicht. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, in Wirklichkeit werden die Hände, nachdem er das macht, ziemlich zerschnitten. Ich meine, da hängt noch Glas unten im Rahmen. Ja, jetzt nicht mehr, weil wir es mit unseren bloßen Händen zerquetscht haben. Indiana. Eine Indiana-Münze von 1816. Ah, nein, ich wollte den lesen. Mist. Martha. Der Waffenstillstand ist Geschichte. Also ist es zu riskant, dass wir uns hier weiter treffen. Die Skars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Skars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich Zeug von früher, beknackte Freaks. So ein bisschen wie in, Horizon Zero Dawn. Bis bald, sei vorsichtig, Paul. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Der große Gewinnkater. Der Kater ist gerade da unten. Ich muss, falls das Video plötzlich abbricht, hat er wieder ein Kabel rausgezogen, nur dass ihr es wisst. Der große Gewinn ist die Kombination für den Safe. Jetzt brauchen wir nur noch, erstens müssen wir rausfinden, was der große Gewinn ist. Und zweitens, könnte es die Nummer auf dem Bild hier sein? Das Bild ist schon auffallend hochauflösend, oder? Ich glaube, ich werde mir die Nummer mal markieren, notieren. Schauen wir mal. 08 15 20 12. Der große Gewinn könnte ein Übersetzungsfehler sein. Vielleicht ist es der große Fang. Wer weiß, oder? Müssen wir nur noch den Safe finden, das Waffenlager. Also hier ist nix. Der große Gewinn. Ah, er schmeißt nur gerade wieder Sachen aus dem Regal. Der Link ist wirklich ein Arsch. Was Gutes? Der will meine Aufmerksamkeit, deswegen macht er das. Sein. Hört sich gut an. Hey, was haben wir denn hier? Aber das Problem ist, ja, nur drei, also zu wenig. Jetzt versuche ich mal 8, 15, 12 und ignoriere das 20 mal. Habe ich mir gedacht. Nope. Dann versuchen wir mal 8, 15, 20. Nö. Okay, dann war das Bild was anderes. Der große Gewinn. Ergibt das irgendeinen Sinn? Das ist die Frage.
könnte denn noch der große Gewinn sein? Ich muss noch mal kurz nachlesen in der Nachricht, was da genau steht. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Ja, doch. Der große Gewinn. Ist hier unten ein großer Gewinn? Zufällig. Was? Da passt sie durch? Nee, passt sie wirklich nicht. Habe ich mir schon gedacht. Na gut, Leute, keine Ahnung. Machen wir für heute Schluss. Morgen finden wir raus, was zur Hölle der große Gewinn ist. Ich schaue mich nochmal da drinnen um. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Hinweis, den ich übersehen habe. Naja, beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.